Wir sind beim Diebespfad das letzte Mal stehen geblieben und müssen mal schauen, wo diese komische Krokodieb hingegangen ist. Ja, lassen wir uns überraschen, was jetzt da auf uns zukommen wird. Da ist er! Hey, wo ist er? Das ist der Kerl und den Groschen hat er sich in seinem Sack. Los, Mario, auf ihn! Hey, was willst du denn? Schneck. Was? Schnecklecks? Sonic-Licks. Pfiff. Nicht mal als unschuldiger Räuber hat man seine Ruhe. Ja, du. Okay, im Diebespfad, da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen durchkämpfen. Dein Blumenpunktkonto geht nicht nur für einzelne Helden, sondern für die gesamte Gruppe. Okay. Plane also klug, wer mit Spezialtechniken angreifen oder ein soll. Richtig nice. Jetzt kann ich meine Ulti hier eigentlich auch mal testen, falls es mal möglich wäre. Sag mal Angriff. Nein. Ich kann die Ulti da unten noch nicht benutzen. Ich weiß nicht wie. Tothilfe. Mal sehen, was nützlich ist für dich. Höhe, wenn ich die Tothilfe benutze, kommt eine Truhe einfach runter. Okay. Ein Pilz. Pep-Pilz. Okay, jetzt ist meine Prozentanzeige aber weg. Angriff erhöht. Okay. Also mit Minus kann ich die Tothilfe beanspruchen, aber die Ulti konnte ich jetzt da noch nicht. Vielleicht geht das erst, wenn wir vielleicht drei im Team sind. Ich weiß es nicht. Dann greifen wir da mal die Toads, die Goombas an. Okay. Der hat auch eine volle Kraftpower. Ja, ich muss aber auch, glaube ich, für... Ich weiß nicht, ob ich auch für ihn blocken muss. Jetzt hat die Mario den Hammer. Krass. Zack. Ja, ich muss auch für ihn spielen. Also das heißt, ich habe die Kontrolle über auch meinen Mitspieler. Also ich muss nachher nochmal anschauen. So, mal schauen. Oh, das neue Froschhart ist auch da oben zu sehen. Heftig, heftig. Springen wir gleich auf den da vorne, also da oben. Ja, das war ein richtig guter Sprung gewesen. Jetzt kommt der Kleine da dran. Ja. Oh. Gut geblockt. Sehr schön. Ja. Greifen wir den da oben. Fast besiegt da. Gut. Da sieht man wenigstens ein bisschen, dass nicht mehr so viel fehlt. Ja. Den hat's erwischt. Und volle Kappe gleich aufgeladen. Das ist ja cool. Ja. Bei dem hat's ja auch geklappt. Cool. Jetzt sieht man, wenn sie fast besiegt sind. Ich probiere jetzt mal bei dem Kleinen mal nicht zu drücken. Also einfach nur normal. Ja. Ja, man hat auch die Kontrolle darüber. Das ist aber noch geil. Das heißt, man kontrolliert die Mitspieler hier auch. Es gibt manchmal auch Spiele, wo der CPU selbst den alten kontrolliert. Mario ist nun Level 3 und der kleine Tanzer reicht dich damit. Zack, 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 zack. Okay, cool. Ja. Also das Level wurde erhöht und jetzt habe ich... Mario hat die Technik Feuerball erlernt. Feuerfrei, drücke wiederholt A. Jetzt kann ich wieder auswählen, was ich gerne möchte. Höhere Karpe noch ein bisschen. Es gab zwar auch beim Levelaufstieg auch schon Karpe, glaube ich, dazu habe ich gesehen. Höhere Kraft. Ich glaube, ich erhöhe mal die Kraft. Wobei die Dings, die Blumenpower ist natürlich auch nicht schlecht, finde ich. Hat es auch noch einige, der killen wir da auch noch. So, jetzt ist Mario natürlich auch ein bisschen stärker. Ich könnte auch, wie schon gesagt, mit der Technik denn. Ah, da hat der Feuerball neu, ne? Und man sieht nicht, wie viel mehr Schaden macht. So, mal schauen. Ah, da kann ich einfach triggern. Okay, cool. Wow. Wow, okay. Also, oh, das zum Thema mehr Schaden macht. Und auch Combo ging auch nach oben. Das ist ja cool. Okay, krass. Wisst ihr noch nicht durch die Kraft, wo ich ihm auch mehr gegeben habe, durch den Levelaufstieg, ist der Charakter auch automatisch stärker geworden. Ist cool. Okay, gehen wir weiter. Dann haben wir auch noch einen. So, es sind jetzt immer so drei da zu sehen, ist auch noch speziell. Aber er verbraucht aber 5, ne? Seht ihr da oben? 5 von den Blumen. Ja.
Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber ob man dann nachher mehr EP bekommt, das ist die andere Frage. Wow, perfekt stand sogar 5er Combo. Da kann man einfach voll durchtriggern, ne? Tag, tag, auch noch krass. Die Leiste füllt sich da noch und daneben sogar auch noch. Cool. Nice, 7er Combo, jetzt läuft sie. Das ist noch speziell, dass die Combo-Leiste in den nächsten Kampf da weiterläuft. Speichern kann man da auch, ne? Die sind auch noch versteckt, die Speicherblöcke. So. Aha, da ist unser Gauner. Ja, schon wieder. Gut, dass eure zarten Beinchen nicht zum Springen gut sind. Bis dann, zart Beinchen. Okay, lustige Ausdrucksweise. Mhm. Geheimschatz in der Nähe. Ja. In der Nähe. Das heißt noch nicht, dass er da genau ist, aber in der Nähe hier wahrscheinlich. Vielleicht finden wir den mal. Oder hier vielleicht. Oder vielleicht weiter unten. Kann ja hier für den ganzen Abschnitt da sein. Wow. Hör, ja, da kommt ja auch so nach oben. Oder vielleicht da oben. Oh. Ah, die bewegen sich. Hör, ja, haben die sich jetzt automatisch bewegt? Wunderlich. Das sind ja süße Namen, die hier Nintendo benutzt. Jetzt haben wir keine Blume mehr. Aber das macht ja nichts. Wir sind ein gutes... Oh, extra Zug. Das heißt, man kann nochmal an die Reihe... Hey, mit dem Hammer ist es aber leichter, Kombos zu machen anstelle mit den Fäusten. Oder ich hab's jetzt ein bisschen besser drauf. Ich weiß es nicht. Yay. Ja, jetzt kommt gleich der nächste noch. Manchmal begegnest du Monster, die stärker sind als andere. Mhm, starke Feind steht da oben. Bei Dorni. Gelingt es dir, so einen Feind zu besiegen, erhältst du extra viele Münzen, Erfahrungspunkte und sogar Froschgroschen. Okay. Daneben, daneben. Okay. Zack. Läuft, läuft, läuft. Plus noch ein extra Zug. Die anderen kommen ja gar nicht zum Zug. Starker Feind. Bam, bam. Ja. Bam, bam. Oh, was ist jetzt los? Verwirrt oder was? Bam, bam. Dark. Ja, jetzt habe ich die Kombo nicht mal. Schade. Da wird das schön geblockt. Das ist einfach so ein starker Hund, der da einfach darum hängt. Also Mello hat aber nur noch 8 Leben. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber der macht ihn da fertig. Noch nicht. Ja. Ich habe noch keine Blumen. Ich könnte zwar ein Item benutzen. Jetzt haben wir den. Ich habe eben das Gefühl, dass der Mello da wahrscheinlich bald levelt. Man kann das wahrscheinlich auch hier irgendwo, glaube ich, an. Oh, man sieht ja die EP, sieht man da unten, die Leiste. Okay, gut, der levelt noch nicht gleich. Oder nein, das ist ja die Kappe, nicht die EP. Das ist die Kappe. Sieht man das hier nicht? Ich habe gedacht, irgendwo sieht man, glaube ich, noch die EP. Aufstieg in 24, dort steht's. Aufstieg in 1. Der müsste jetzt dann nachher leveln. Der müsste jetzt leveln. Was ist das hier für ein lustiges Spielchen hier? Oh, um auf die andere Seite zu kommen. Da wäre doch ein Schatz doch gut versteckt. Das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt hier nichts ist. Hä? Oh, man kann, wenn man ZR oder ZL gedrückt hält, dann bewegt er sich nicht so schnell. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht zum Springen. Da ist ein Geheimschatz in der Nähe, aber ich sehe ihn nicht. Das kann doch jetzt sein. Hä? Ich komme einfach da weiter, aber es passiert nichts da hinten. Okay, merkwürdig. So, geht's da noch weiter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Mello da nicht stirbt, aber beim nächsten Levelaufstieg würde er eigentlich auf... Also nach dem Kampf müsste er eigentlich Level Up sein. Das heißt, killen wir den hier noch? So. Jetzt steigt er auf, müsst ihr gucken. Erfahrung plus 2. Und ihm fehlte, glaube ich, noch 1, oder? Ja, seht ihr. So, und jetzt dance Mario neben ihm. Wie cool ist das denn, ey? Mario, der neue Dancer da unten. Ne, geht ab, ey.
Er ist ja süß gemacht. Melo ist nun Level 3. Okay. Ja, seht ihr, da geht ja auch alles nach oben. Die KP geht hier auch nach oben. Der Angriff geht sowieso auch nach oben. Abwehr, alles geht nach einem Levelaufstieg. Also nach oben. Aber man hat... Melo hat die KP-Regen erlernt. Okay, cool. KP-Auffrischung gefällig. Drücke Plus, bevor der Regen endet. Okay, da kann sie sich wieder selbst heilen. Okay. Ich glaube, ich gebe ihm Magie, haben wir hier. Ah, ich habe noch nie seine Magie eigentlich benutzt. Ich habe noch nie seine Magie, Magieschutz. Ah, Magieschutz geht hier auch nach oben. Und Abwehr geht hier auch nach oben. Ich glaube, ich gebe ihm mal hier ein bisschen Angriff. Extra-Bonus. Das ist einfach so ein Extra-Bonus, den man am Schluss immer auswählen kann. Du kannst beim Erkunden der Spielwelt durch Drückmöbel Spezialtechniken einsetzen, um dich zu heilen. Okay, ja, das haben wir gesehen. Melo ist jetzt eigentlich wieder voll. Seht ihr unten wegen des Levelaufstiegs. Das ist ja komisch. Ich höre die ganze Zeit, ich habe gehört, dass hier ein Schatz wäre oder so, aber ich sehe den Schatz hier noch nicht so richtig. So, mal gucken. Haben wir jetzt. Nein, die Blume ist aber nicht aufgefüllt unten. Können wir mal testen hier. Wenn wir da eine hätten, aber ich habe keine. Hätte ich vielleicht eine noch shoppen sollen, aber ist egal. Wir schaffen das auch ohne Blume hier. Ja. Hätte er überhaupt auch Magie? Ja, hier, Blitzgewitter hätte er. Seht ihr, KP-Regen. KP-Auffrischung. Das wäre jetzt nicht schlecht dann gewesen, wenn er mal keine Pilze hätte. So. Aber kein Problem, wir schaffen das auch so. Ja. Duck, duck. Sehr schön. Team ist auch stärker geworden. Das merkt man hier schon auf Level 3. Aber da oben komme ich jetzt nicht hin. Das ist ja kein Schatz, denke ich jetzt mal. Todhilfe kann ich jetzt auch wieder antworten. Todhilfe, easy. Ja. Da kann ich irgendwas aussuchen, wenn ich im richtigen Moment hochspringe. Stern. Ja, Unverwundbarkeit, oder was? Glückssternchen. Garantierte Aktionsbefolgung in 2 Züge. Okay, krass. Autsch. Hier, nimm das. Das hat nicht ganz geklappt. Ah, fast besiegt. Nehmen wir aber den hier. So. Wow, der andere. Hö, der andere ist auch gleichzeitig down gegangen. Krass. Okay, wir. Also die, ich weiß nicht, mit dem Teil kommt man auf die andere Seite, aber ich habe da die Schatztruhe nicht gesehen, obwohl so ein Fleckchen auch da unten war. Ich glaube, ich gehe da mal kurz weiter, irgendwie. Kann ich da noch mal kurz raus? Flucht. Ja, und einfach ab. Klar, man könnte hier weiterkämpfen und weiterkämpfen, aber ich glaube, diese Gegner, die respawnen da die ganze Zeit. Oh, jetzt habe ich es gecheckt. Man muss... Lol, komme ich jetzt nochmal raus? Höhe die Steuerung kommen hier anzeigen lassen. Bildschirm anzeigen. Ah, das ist die ganze Hilfe. Komme ich nochmal raus? Ja. Weil das ist ja... Hier geht es da oben weiter. Man muss hier nach oben. So. Es geht gar nicht auf der Karte. Nein, oh mein Gott, geht weg, geht weg, geht weg. Nein, 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 auf die andere Seite. So, weil hier geht's da oben weiter. Das ist der Witz. Ah, oh, das ist die versteckte Truhe gewesen. Ich habe da schon was, glaube ich, bekommen. Das ist die versteckte Truhe da oben gewesen. Weil, wisst ihr, der Witz ist, da hinten ging es gar nicht weiter. Da hinten, seht ihr. Man musste da oben durch. Was ist da noch speziell? Da geht's jetzt nach oben oder hier da unten nichts? Nein. Aber irgendwie weiß ich auch nicht immer mit diesem Item rumzulaufen. Klar, kleine Schätze und so sind zwar schon wichtig, aber ich finde halt, Mario hat ja dann gar keine Sprungausrüstung im Grunde genommen. Rechts, wie oft denn noch? Aber macht euch keine Hoffnung, mich kriegt ja schlecht Brüder nie. Weil hier bin ich ja eigentlich so ein bisschen so im Kampfarena irgendwie so. Ich weiß es auch nicht, das ist ein komisches Gefühl, wenn ich da eigentlich da... Gut, wenn ich keine Blumen mehr habe, dann macht das ja schon nichts aus, aber eigentlich hätte ich ja hier die Sprungschuhe und die machen, geben mir mehr Abwehr, Flinkheit, Magiestärke, sie sind schon echt gut eigentlich.
Aber jetzt höre ich nicht, wenn hier ein Schatz da ist oder nicht. Klar, vielleicht per Zufall oder so, aber die sind ja alle so unsichtbar. Ja, du möchtest auch noch kämpfen, Kleiner. Okay. Dann fighten wir noch schnell gegen die ganze Gruppe hier. So. Mittlerer Bonus. Also. Ah, irgendwie habe ich gesehen, durch den Angriff von Mallow, dass er gleichzeitig auch noch die anderen ein bisschen erwischt. Stehen bleiben. Ja, er läuft oben durch. Ja. Ich kill den jetzt auch noch schnell. Eigentlich sind die Kämpfe ja gar nicht so mega lange. So. Und wenn man im richtigen Moment halt die Angriffstaste drückt, dann macht man halt auch die Combo oder abwehrt. Und man wird ja auch immer stärker und stärker von Level zu Level. So. Das war's mit dem. Du auch noch. Ja. Also so ein Kampf dauert, glaube ich, nicht länger als eine Minute, würde ich mal sagen. Und es gibt, wie schon gesagt, gibt es halt auch Erfahrungspunkte, wo auch wichtig sind. Wow, und Münzen natürlich bekommt man auch. Habt ihr gesehen? 10 Münzen, ne? Ist nicht noch einer gehabt? War doch so ein kleiner Goomba. Gomba. Nehmen wir den auch noch schnell. 3 Stücke. Ein Lumen kann ich da hinten nicht benutzen, aber ja, mit der Angriffskraft geht das schon. So, Spezialangriff ist natürlich auch wichtig. Aber wenn man natürlich keine Blumen hat, um die, also Blumenpunkte hat, um die Spezialfähigkeiten zu benutzen, dann muss man halt mit dem normalen Angriff weitermachen. Ja. Da oben ist auch noch so ein, was ist los mit dem? Der ist ja riesig. Oha! Der hat da noch was versteckt gehabt. Okay, dann haben wir gleich so 3 von denen. Ja, so nicht, ey. Ja. Eigentlich ist es noch gut, es ist ein gutes Kampftraining, weil man lernt hier mega gut auch, ja, das Blocken, wollte ich jetzt sagen. Ja, er blockt da schon, wenn er sich da, zack. Der blockt da eigentlich schon. Wow, Heuler, nicht abwehrbar. Mario, was ist los? Komm wieder zurück, nicht ängstlich sein. Nicht ängstlich sein, Mario. Du hast nur irgendeinen Fluch bei dir. Ja, ist krass, Mallow erwischt auch mit seinem Punch die anderen Gegner. Zack. Sehr schön. Ja. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wie euch so ein bisschen so das Kampfsystem gefällt oder halt die Folgen oder so. Okay, haben wir das auch hier geholt. Geht's weiter. Ja, der oben dreht auch seine Runden die ganze Zeit. Dorni, starker Feind. Mhm. Sind schon bei einer 8er-Kombo. Ja. Gut abgewehrt. So. Ja. Ein starker Feind sogar besiegt und droppt auch noch coole Münzen. Ja, wisst ihr, wenn wir vielleicht nachher wieder irgendwie so ein Dörfchen oder so kommen, dann haben wir die Möglichkeit, wieder sehr gut auszurüsten. Was ja auch mega von Vorteilen nachher sein wird. So. Hey. Da oben. Aha. Den Schatz sieht man da gut. Jetzt sieht man, wie man es machen soll, ne? Oh, werdet ihr bezahlt fürs Nerven? Oh, dabei hätte ich mir die Tour dort nur zu gehören unter die Krallen gerissen. Ja, jetzt kann ich auch mal hier noch testen. Schnell hier mit den Items. Nein, nicht mit den Items. Oh, da habe ich eine Blumenkapsel. Die könnte ich jetzt eigentlich auch benutzen. Du kannst beim Erkunden der Spielwelt durch Drücken und X, ja. Aber die kann ich hier nicht benutzen. Oder das ist einfach eine Info. Nein, die kann ich doch hier benutzen mit X hier. Habe ich jetzt, oder habe ich irgendwo eine Blumenpunkte erhöht BP um 3? Erhöht BP um 3. Okay, jetzt ist voll unten. Weil ich wollte hier schon kurz was testen mit den Items. Ne, nicht Items. Oh, Spezial-Items gibt es auch noch. Mit den, dem Alarmring. Jetzt schlägt er hier nicht aus. Und wenn ich zurückgehe und wieder hingehe. Hä, da schlägt er nicht aus, obwohl da. Hä? Obwohl da oben Kisten sind. Gut, vielleicht sind das versteckte Kisten, oder? Die man nicht sieht.
Und diejenigen, die man sieht, da meldet er nichts. Wow, geht das schnell. So. Ja. Oh, ein Stern. Mega cool. Ja, was möchtet ihr alle hier? Neuer Level. Mega gut. Ich level up, ey. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wow, okay. Das ist ja auch gut zu wissen, ey. Mario Level. Geht schon ins nächste Level, ey. Magie, Magieschutz hätte ich da. Ich boost ihn auf Kraft hoch. Ja, jetzt habe ich keinen Stern mehr. Muss ich jetzt mit dem ganzen Teil bis nach vorne hier? Ja, da. Oh. Oh. Aber ich glaube, die respawnen da, glaube ich, nicht mit der Zeit. Wow. Auch der Hammer gibt so einen Flächenschaden. Habt ihr das gesehen? Auch der Hammer gibt einen Flächenschaden. Ja, sieht... Wow. Okay, langsam ist Mario OP. Jetzt ist er Level 4. Also, nochmal das Ganze. So. Ja. Lohnt sich die ganze Arbeit. Lohnt sich die ganze... Ja, ist so eine Blume da oben. Also so Helfer-Items. Machen wir den komischen Clown da auch noch schnell fertig. So. Oder diejenigen. Aber es ist schon krass. Mario Level 4, hey, geht schon richtig ab, hey. Der Kumpel, der ist noch ein bisschen schwach. Also schwacher ist schon gut, aber... Könnte schon ein bisschen stärker sein. So. Jetzt ist er Level 4, ja. Seht ihr, da geht ja eigentlich auch der Angriff hier von 27 auf 29 nach oben. Also bekommt er plus 2 Angriffe eigentlich auch schon. Und HP hat er auch, also KP. Ich gebe ihm aber jetzt hier Kraft. Ich weiß nicht, ich gebe ihm da ein bisschen jetzt gerne auf die Kraft. Leben wäre natürlich auch gut, aber Leben ist halt auch nur plus irgendwie. Ist glaube ich nicht so hoch, wo man bekommt. Lass mich einfach nicht locker, das Pack. Hm, und oben drei ist dort vorne Sackgasse. Ich weiß, ich verstecke mich. Ja. Hey, wie gemein. Hat sich irgendwo verkrochen. Mhm. Hör mal, Mario. Wenn wir ihn finden, dann versuchen wir am besten, uns irgendwie von hinten an ihn heranzuschleichen. Okay, werden wir probieren, aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Das ist der richtige Verfolgungs... keine Ahnung. Eine richtige Verfolgung hier durch diesen ganzen Wald. Wie hat es euch so ein bisschen so gefallen? Noch mega speziell hier eigentlich, ne? Nächstes Mal geht's weiter und hoffen wir, finden wir diesen Ganoven, ne? Bis zur nächsten Folge und tschüss zusammen.